Heute beim Quick-Check. Wir schauen uns das First Aid genauer an und stellen euch die Features vor. Bleibt dran! Welche Sprachen kann man auswählen? Ja, unsere Software und Databank sind in 23 Sprachen übersetzt. Darunter Ungarisch, Polnisch, Dänisch, Portugiesisch, Tschechisch, Deutsch. Ihr könnt die Sprache im Programm beliebig oft ändern. Wo finden wir die Software? Ja, auf der Webseite findet man eine Installation für Pkw und eine für Lkw-Busse, die entsprechend installiert werden kann. Es ist eine vollautomatische Softwareaktualisierung eingebaut, die überwacht, ob ein neues Update verfügbar ist. Wenn dies der Fall ist, werden diese automatisch im Hintergrund heruntergeladen, während ihr mit dem Programm weiterarbeiten könnt. Was bedeuten die verschiedenen Farben? Ja, das Licht ist blau, wenn die Verbindung zum Computer erfolgt. Das passiert automatisch. Wenn das WCI mit dem Fahrzeug verbunden ist, wird das grün und wenn etwas schief geht oder die Batterie des Fahrzeugs leer wird, warnt der WCI mit einem roten Warnlicht. Wie sieht die Software im Detail aus? Ist die Oberfläche für alle Marken gleich? Unser Ziel ist, eine einfache Mehrmarkendiagnose zu ermöglichen. Deshalb tun wir alles, was wir können, für die Software und die Funktionen unabhängig von der Fahrzeugmarke gleich aussehen. Einige Systemnamen sind natürlich individuell, aber wir versuchen es, die Benutzer mit generischen Bezeichnungen in Kombination mit den individuellen Bezeichnungen leichter zu machen. Kann das First Aid mich durch die Diagnose leiten? Ja, wir haben eine sogenannte Guided Diagnostics, eine Wissensdatenbank mit Echtzeitparametern, mögliche Ursachen sowie Tipps und Tricks. Diese Datenbank wird von einer Gruppe erfahrener Mechaniker mit Fachkenntnissen entwickelt. Ja, Autocom bietet auch ein zusätzliches Informationsprodukt von HaynesPro an. HaynesPro ist einer der größten Lieferanten für Fahrzeug- und Werkstattdaten für die professionellen Kraftfahrzeugmechaniker. Was ist ein Sicherheitsgateway? Ja, Security Gateway ist ein gängiger Name für die neue Art der Cybersicherheit in einigen neuen Fahrzeugen. Es schützt die Fahrzeuge von unbefugtem Zugriff. Das verwendete Diagnostool muss ein Zertifikat der Hersteller abrufen, um mit dem Fahrzeug kommunizieren zu können. Das war aber noch nicht alles, oder? Oh nein, das First Aid WSI kann noch mehr. Das WSI kann Parameter aus dem Steuergerät im Fahrzeug während einer Testfahrt auslesen. Mit der Flugschreiberfunktion kann man diese Testfahrt in den Computer hochladen und das Problem analysiert werden. Abgesehen davon kann ich nur sagen, dass mit einem First Aid in dem Werkzeugkasten die tägliche Arbeit viel einfacher und schneller wird. Und wer würde das nicht wollen? Dann vielen Dank für den detaillierten Einblick in unser Diagnosegerät.